weit vorbei. Er wollte eine Idee zu viel, touchte ganz leicht an den Phoenix Audi und hat sich dabei eigentlich ganz untypisch für so einen Zweikampf dann selber aus dem Rennen buxiert. Aber das Auto stand direkt nach dem sehr, sehr schnellen Rechtsknick auf der Strecke und wir können von riesengroßen Glück sprechen, dass da kein anderer rein gedonnert ist in dem Fall, weil die Autos sind hier richtig flott unterwegs, die Streckenposten einmal mehr hervorragend reagiert, aber so will kein Rennfahrer der Welt den anderen in die Augen schauen, nämlich im Gegensatz der Fahrtrichtung an einem Streckenabschnitt, wo die anderen mit 180 vorbeifliegen. Und ich glaube, einen den Porsche hat erwischt und ich fürchte fast, dass das das Auto mit der 99 gewesen sein könnte, der da in irgendeiner Form noch involviert war, denn es stand laut der Kameraperspektive bzw. nach der Onboard-Aufnahme und hier sehen wir es nochmal. Ja, und er ist getroffen. Der stand nämlich dann irgendwann auf dem Asphalt. Ich wusste es aber nicht mehr zuzusortieren, aber ich glaube, dass genau dieses Auto, nee, der rollt noch, aber wer weiß wie lange. Aber ja gut, im Moment haben wir ihn noch auf der 11. Position, Mathieu Jaminet. Ja. Die 99 ist natürlich zurückgefallen, klar.